Puh, jetzt geht es also darum, die ganze Station hier, unseren Außenposten in Kalifornien, ein bisschen zu sichern. Und dafür sehe ich mich hier einfach mal um. Oh, was hängt denn da? Ein Tarnrucksack hängt an einem Kranhaken. Mit einem gut gezielten Schuss könntest du ihn von da runter bekommen. Ein gut gezielter Schuss, sagst du? Bang! Ja, das hat funktioniert. Was haben wir denn da so Schönes drin? Oha, die Sabra Marie, ein Scharfschützengewehr. Oh ja, und es ist besser als jenes, welches du bereits mit dir trägst. Mitnehmen. Und du nimmst mal hier das Zeug. Da muss ich mal kurz ein neues Scharfschützengewehr. Aber es benutzt andere Munition, sondern nämlich die 7,62, nämlich die da. Da muss ich mal kurz gucken, ob andere Leutchen im Team da noch mehr von haben. Weil eine Waffe bringt natürlich nur was. Ah, guck, 42 Schuss. Eine Waffe bringt natürlich nur was, wenn man genug Munition dafür hat. Oh, ich habe mir das falsch rübergeschoben. Keine Sorge, gibt's gleich zurück. Das gehört ihm. So, du hast auch was davon. Ja, super, da hat er locker genug Munition für die Knarre. Guck dir das Ding an. Da kann ich sogar noch ein bisschen was dran rumbasteln, nämlich indem ich die Teile hiervon abbaue. Sofern das funktioniert. Nee, die taktische Taschenlampe wurde zerstört. Zielfernrohr wurde erfolgreich entfernt. Robustes Magazin auch. Aber ich habe hier sogar ein taktisches Zielfernrohr, kann ich ja nicht dran bauen. Dafür brauche ich 7 Waffen schmieden, so viel habe ich noch nicht. Dann baue ich halt erstmal das kleine Visier an. Klein ist besser als gar keins. Und das Ding auch. So, und jetzt hast du ein neues Scharfschützengewehr, das ein Ticken geiler ist. Ist das nicht schön? Geiles Scharfschützengewehr. Da liegt noch ein Müllsack rum. Hier liegen überall Müllsäcke rum. Muss man mal ordentlich aufräumen. Ich höre Hunde. Jo, Hund. Jo, Hund. Yeah. Das neue Scharfschützengewehr bringt was. Immer drauf. Ja, und jetzt könnt ihr gerne näher kommen. Es zumindest versuchen. Na gut, sie kommen ja schon näher, aber dann werden sie ihr blaues Wunder erleben, wenn sie erstmal da sind. Das kann ich ihnen schon mal versprechen. Kommt, ihr blauen Wunderhunde. Kommt nur alle her. So. Wer möchte zuerst? Du. Und wer möchte als zweites? Du. Die haben sich das alle schon ausgesucht, die Reihenfolge, in der sie sterben wollen. Ach, nun komm, jetzt trifft den doch mal. Die müssen alle noch so ein bisschen in ihrer Treffsicherheit arbeiten. Finde ich. Die gute Rose, die trifft immer. Weil die ziemlich ultra ist, schätze ich. Ich sollte auch mal ultra werden. Bingo! Habt ihr gut gemacht. Können wir noch ein bisschen blutige Fetzen von auflesen? Von den Hunden, so Überreste. Oh, und eine kleine Feldbeförderung. Rauschen und Störgeräusche, keine Antwort. Ach, das heißt, ich muss mir die Beförderung dann persönlich abholen von Woodson. Okay.
Das heißt, ich mache hier erstmal meine Arbeit. Etwas scheint hier vergraben zu sein. Wo? Ach, da. Erstmal den Perimeter sichern und dann kann ich mich ja bei Woodson melden. Oh, guck mal, da ist zum Beispiel ein Loch in der Mauer. Oh, ein Kondom. Wie supi praktisch. Ohne etwas, um das Loch in dieser Wand zu bedecken, wird es hier wahrscheinlich bald für Ungeziefer wimmeln. Aber ich habe ja diese geilen Holzplanken. Pass auf. Die nageln wir da einfach vor. Hallo? Die nageln wir da einfach vor. Benutzen. Vornageln. Genau, Nagel, Nagel, Nagel. Das Ding mal richtig durchgenagelt, richtig fest. Und zack. Schon ist das Loch dicht. Echo 1, do you read me? Oh, zum Teil, ja. Wir hören euch, Ende. Sehr gut, sehr gut. Es funktioniert. Okay, lass hören. Matthias. Downtrodden of Los Angeles. This is Matthias. Hallo, Matthias. Let me help you. Ja, hilf uns doch mal. I know how hard your life is. Your muscles ache. Your bones break. Disease weakens you. But you have nothing to look forward to as you grow older of pain and loneliness and death. But there is another way. I am 200 years old. 200? I was born before the apocalypse, and nearly died in flames, until the Guardians rescued me Die Hüter? And placed my consciousness into an ever-living plastic and metal body. Now, I am immortal. I feel no pain. I fear no disease. And I'm one with my brothers and sisters of the Citadel, always. And forever. This is the gift I want to pass on to you. The weak, the downtrodden, the persecuted and the enslaved. Come. Kann er nicht ein paar Schritte weitergehen, während er labert? Join our brotherhood. And you too will wear the armor of the Guardians. You too will be immortal, invulnerable, untouched. By disease or age for all time. You will be a perfect being, ready to lead the world into a golden future of light, beauty, and unceasing joy. Kennen Sie diese Stimme? Wo habe ich sie nur schon mal gehört? Ich bin mir sicher, dass ich diese Stimme kenne. Also. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem glauben soll. Dieser Matthias erzählt, er wäre 200 Jahre alt und würde jetzt nur so lange leben, weil er halt quasi einen synthetischen Körper hat. Und jetzt will er allen Menschen, ob sie es nun wollen oder nicht, auch synthetische Körper bringen. Aber wollen wir alle synthetische Körper? Sagt er überhaupt die Wahrheit? Ist er wirklich 200 Jahre alt? Ich bin mir da nicht sicher. Vor allem, wenn jemand freiwillig seinen Körper, quasi sein Gehirn in einen Roboter stecken lassen will, ist das ja in Ordnung. Oh, ein Spielzeuglichtschwert, geil. Aber die Leute zu Robotern zu machen, ob sie es wollen oder nicht, ist ja nun auch nicht so ganz nett. Und sowieso, ich glaub dem nicht. 200 Jahre alt, der erzählt doch Mist. Wer will heute schon 200? Deine Mutter vielleicht, aber sonst niemand. Na, wir werden das alles noch herausfinden. Ich hoffe, wir treffen den guten Matthias irgendwann nochmal. Und dann fühlen wir den mal auf den Zahn. So, Mauer immer absuchen, ob da Löcher drin sind, die wir flicken müssen. Und ich höre schon wieder Hunde gehechelt. Na, ihr Hechelhunde. Bam! Begegnung beginnt. Immer drauf. Ja, komm ruhig her, Atomköter. Aua, ich sagte, komm her, nicht beiß mich. Beiß mich, Atomköter.
Ah, sehr gut. Der hört sogar aufs Wort. Da scheint noch ein Loch drin zu sein. Da müssen wir gleich mal dran rumbasteln. Oh, Entschuldigung, einen Moment. So, ich bin zurück. Da musste ich doch tatsächlich den Kampf kurz unterbrechen, weil es wieder an der Tür klingelte. Und das war der gleiche Paketbote, der vorhin schon mal da war. Und da hat er noch ein Paket für Nachbarn. Das, naja, ich bin immer so nett und nehme die Pakete für die Nachbarn an. Macht man ja eigentlich auch. Aber warum hatte der das vorhin nicht dabei, als er eins für mich da hatte? Jetzt habe ich schon wieder ein Nachbarspaket rumliegen. Das auch leicht groß ist. Aber nun ja, erstmal die Hunde kaputt hauen. Ich meine, das wundert mich gerade so ein bisschen, dass er... Sind die Pakete nicht so nach Adressen sortiert? Wenn der Paketbote mit denen rumfährt? Dass ihm eine Stunde später oder so auffällt, ich habe ja noch ein Paket für die gleiche Adresse. Fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber naja. So, Hunde weggeknackt. Gut, 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 gut. Blutiges Fell einsammeln. Jetzt wohne ich schon wieder zwischen Paketen für die Nachbarn. So, und da ist noch ein Loch in der Wand. Das wollen wir erstmal zusammenbasteln. Da kann ich ja das Paket drauf nageln, das vom Nachbarn. Das ist, von der Größe her ist das ein nukleares Atom-U-Boot. Weil es ja auch so viele unnukleare Atom-U-Boote gibt. Keine Ahnung. Hämmer, hämmer, hämmer. Bingo! Echo 1, this is Santa Fe Base. Verstanden. Got another passenger. These jokers are the God's Militia. The other group we picked up back in Arizona. Sounds like a charming bunch. Die Miliz Gottes, ne, das klingt ja schon mal ganz hervorragend. Was haben die denn zu erzählen? Let us talk today about sin, oh, Sünde, mein Lieblingsthema, ja. I know all of you out there in the cesspit you call Hollywood think that we up here on the hill believe ourselves better in you. That we think you down there are all sinners. And we up here are all saints. Well, friends, nothing could be further from the truth. We are all sinners, us as well as you. We are all in the midst of the thousand-year tribulation when only the damned walk the earth. Those without sin left this world in the rapture 150 years ago. And we are the cursed children of the corrupted fools. Who got left behind? Boah, was erzählt er denn für einen Scheiß? Wir sind alle Sünder und lass mich raten, deshalb will er uns alle umbringen. Das ist so die Vermutung, die ich habe bei dem, was der redet. Sind alle Sünder? Nee, ich bin kein Sünder. Ich bin ganz nett und ich habe hier noch ein paar Kollegen, die sind auch ganz nett. Und wir wollen sowieso alle Menschen retten. Außer sie greifen uns an, dann wollen wir sie alle umbringen. Steht ein Türmchen. Schade, dass ich da nicht raufklettern kann. Da hätte man ja super die Übersicht. Oh, Müllbeutel. Müllbeutel? Nimm es an dich, mein Freund. Ich höre schon wieder Hunde. Hunde? Wo seid ihr? Ich kann euch hören. Hallo Hund. So, möchtest du noch einen zweiten Schuss abhaben? Ja, ein Hund weniger. Und der Rest? Achso, der darf ruhig näher kommen. Kommt ran. Liebe Wauwaus. Oder, die haben aber ganz schöne Bewegungsweite, ne? Von da hinten können die direkt bis zu mir ranrennen. Und mir auf den Pelz rücken, was ich ja immer super toll finde. Verdammte Pelzrückhunde. Aber Rose kümmert sich schon drum. Und noch einer. Weil es so schön war.
Und du musst echt Zielwasser trinken, ganz dringend. Außer Reichweite, dann warte ich mal. Baue ich ihm deinen Hinterhalt auf und du auch? Ne, er verliert die Kontrolle. Na toll. Scharfschütze walte er seines Amtes und erschieße er. Guck mal, ich hab da was für dich. Hehe. kann ich von denen irgendwas... Keiner von denen hat Fell übrig. Ach, schade. Aber der hat ein Fell, das ich ihm abziehen kann. So, wenn hier wieder alles voll Hunde ist, dann ist hier doch bestimmt auch irgendwo ein Loch im Zaun. Ist ja dauernd bei den Hunden. Da! Das nageln wir mal schnell dicht. Wir haben noch drei Stapel mit Holzplanken. Das heißt noch drei Öffnungen, vermute ich jetzt mal. Das heißt noch zwei, weil die wird jetzt verschlossen. Tada! Echo 1, Santa Fe Base. Picking up a new frequency. This gang seems to have a pretty powerful transmitter. Might be worthwhile checking out, but, well, they sure are a bit strange. A bit strange, you say? Lass mal hören. They're called the Mannerites. Mannerites? Hello, Los Angeles. Today, with your kind permission, I'd like to put aside our usual call-in format and talk to you about what we're up to down here at the Angel Oracle. Some see our grand edifice and wonder if we're a cult. Some see our martial politeness patrols and wonder if we're a gang. Others express confusion about our message, mistaking our civility and gentility for pacifism. Well, let me put all that to rest. We are not a cult. Nein, we are not a gang. Cult. And while it is true that we try to be kind and considerate people, that does not mean we let the uncouth and ungracious walk all over us. That kind of rudeness will not be tolerated, and we have the guns to express our disapproval in the strongest terms. Our message is quite simple, really. Etiquette is the soul of civilization. It's easy to forget that we're all just trying the best we can in this fallen world. When you let go of your manners, you become little better than a beast. And I assure you, if you act like a beast, we will be glad to treat you as one. We hope, however, that you won't, because we care about you, Los Angeles. We really do. That's why we want to invite you to come down to the Angel Oracle and see our better way. We refuse to let the end of civilization be an excuse for a lack of civilization. Don't let fear make you a monster. Join us, and we'll teach you how to politely show fear the door and never invite it back. Right. That's all for now. Tune in soon for our next show, in which we'll be returning to our regular call-in format. In the meantime, I wish you the very best. Stay polite, Los Angeles. Bleiben Sie höflich, Los Angeles, okay? Die klangen wirklich ein bisschen merkwürdig. Es geht darum, dass sie alle höflich sind und zivilisiert, aber sie behaupten, sie wären kein Kult. Naja, das fällt mir schwer zu glauben. Vielleicht besuche ich die mal und bilde mir selber ein Urteil. Ich meine, solange sie andere nicht irgendwie sinnlos abknallen, weil sie unhöflich sind. Mal sehen. So, auf jeden Fall haben wir noch ein Loch gefunden, das vierte von fünf, und flicken das nochmal schnell. Bling! Echo 1, this is Santa Fe Base. Found another frequency. Don't know who this crankcase is, but sure as shit has a mad on for Matthias. Okay. I can tell his name is Dugan. Dugan. Patching in now. Okay, hallo Dugan. Pathetic meatbags of Los Angeles. Erbärmliche Fleischsäcke. No one can save you from being ground beneath the iron shod feet of my robot army. The Mannerites cannot save you. The gods militia cannot save you. And that lying half-man who calls himself Matthias certainly cannot save you. Only immediate and total obedience to my commands will spare you the fate that awaits the rest of humanity.
shall be master of an earth free from the poison of all biological life. Was? I will exterminate everything, from the mightiest trees to the smallest microbes. All will be expunged until this planet is nothing more than one great roaring factory for the building of more robots. That's right. There is no hope for any of you. But if you want to prolong your miserable lives for as long as I will allow, then bring offerings of steel, iron, wire, electronics, and computers to my factory near the port of Los Angeles and leave them at the edge of the radiation cloud. The generous will be spared. For now. Okay, der macht mir jetzt ein bisschen Angst, denn er möchte absolut alles Leben auf der Welt zerstören und die Welt nur zu einer Fabrik für Roboter machen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dem müssen wir demnächst mal auf den Zahn fühlen, ja.